Eine Schlacht mit der mächtigsten Waffe der Welt fand dieser Tage in Klagenfurt statt. Mit Wörtern bewaffnet stellten sich 15 Kandidaten beim ersten Poetry Slam in der Lindwurmstadt den kritischen Augen und vor allem Ohren des Publikums. Das ist eine Art Dichterwettbewerb. Und es geht darum, dass das Publikum entscheidet. Also daher ist das anders als bei anderen Vorlesungen, wie man es gewohnt ist, dass es so langweilig ist eher. Da müssen sich die Teilnehmer wirklich bemühen, das Publikum zu fesseln. Und zwar mit Mimik, Gestik, Stimmrhythmisch, also alles erlaubt. Das Motto des Abends Slam if you can wurde von den Künstlern unterschiedlichst interpretiert. Öslam-Champ Stefan Abermann aus Innsbruck informierte beispielsweise über die erotische Seite der Literatur. Noch im Jahr zuvor war sie ein Kind gewesen. Doch nun blühten unter ihrem zartrunden Kinn die zartblassen Blumen gebirgiger Weiblichkeit. Und wenn solche Täler in nur einem Jahr entstehen konnten, dachte Urban, konnte wohl auch Gott in 7 Tagen eine Erde erschaffen. Kritische Worte hingegen kamen von U20-Championist Jasmin Hafet. Raus müssen alle, die nach Thailand fahren und sich damit Prostituierten beschäftigen im Alter von 9 Jahren. Raus sollen alle, die für sowas verantwortlich sind und deren Beruf heißt, misshandle ein Kind. Raus sollen alle vom Ku Klux Klan, die ihre Mitbürger töten und meinen, sie seien gut und warmherzig. Herzig. Slammer des Abends war jedoch Florian Cieslik, der sich mit seiner Ich sehe was, was du nicht siehst Performance den Siegerpokal holte. Ich sehe was, was du und du nicht siehst. Und das ist rot, blau, gelb, schwarz, lila, grün, kariert. Ich sehe was, was ihr sehen könnt, wenn ihr euch mal zueinander dreht, euch offen anschaut. Ich sehe was, was ihr sehen könnt, wenn ihr wie heute Abend mal vom Fernsehen oder im Internet aufsteht, die Gewohnheiten durchbrecht. Ich sehe was ihr sehen könnt, ich... sehe was, was du nicht siehst. Und das ist schön. An diesem Abend wurden nicht nur die Künstler gefordert. Das TV-Kärnten-Team suchte nach verborgenen Talenten im Publikum und bekam eine ganz neue, slammige Version des Erlkönigs. Der Reiter zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Bist feiner Knabe, du mit mir gehen. Meine Töchter sollen dich warten, schön. Du liebes Kind, komm her zu mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Hör mal auf. Und auch für uns hatte der Sieger noch einen Slam bereit. Ich hoffe, dass sie verdammt gute Bilder ernten, liebes TV Kärnten.